Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans kennen Sie alle. Aber dass es auch im Niemandsland des Motorsports in Hamburg ein 24-Stunden-Rennen gibt, wussten Sie vielleicht noch nicht. Am Wochenende war es mal wieder soweit. Campingatmosphäre wie an einer richtigen Rennstrecke. Und hier im Bramkamp liegt sie, die Hamburger Rennstrecke für Modellautos. Nach 20 Stunden Rennen fällt es einigen Fahrern schwer, die Augen aufzuhalten. Zu wenig Schlaf. An diesem Wochenende fahren 5 Teams à 4 Personen um den Sieg, gesponsert von den Großen der Branche. Die Piste im Renncenter Hamburg ist nach monatelanger Handarbeit entstanden und mit 49 Metern die längste in Deutschland. Da muss man als Fahrer schon den Überblick behalten, genau wie unser Kameramann, der mit einer sogenannten Fingerkamera hautnah am Renngeschehen ist. Man kann. Nach einem Unfall geht's auch hier an die Boxen. Gelegenheit zu fragen, wie Erwachsene dazu kommen, 24 Stunden lang mit der Autorennbahn zu spielen. Naja, also sicherlich muss man einen Hau weg haben. Ne? Gut, wir sitzen hauptsächlich hinterm Schreibtisch, beziehungsweise sind draußen in der Ballerei zuständig. Ne? Und das ist eben Spaß. Ne? Und man kann nicht wirklich normal sein, um sowas zu machen, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen auch gar nicht normal sein. Ne? Das ist eben das Schöne an der ganzen Geschichte. Nach 23,5 Stunden wird es spannend. Mittlerweile sind von den einzelnen Teams schon weit über 2000 Runden zurückgelegt worden.